Letzte Ausfahrt Erfurt. Wenn Anspannung ein Gesicht hat, dann das der Spieler der Lilien heute in Erfurt. Es ist das letzte Auswärtsspiel der Saison für Darmstadt und es ist vielleicht auch das vorletzte in der dritten Liga. Um das zu verhindern, ist ein Sieg heute fast Pflicht. Selbst ein Unentschieden könnte schon zu wenig sein für den Klassenerhalt. Lilientrainer Dirk Schuster in strömenden Regen von Erfurt hat sein Team auf einer Position verändert. Top-Torschütze Preston Zimmermann, er nach Gelbsperre zurück in der Anfangsformation. Darmstadt also von links nach rechts, 5 Minuten gespielt. Es gibt Einwurf für die 98er. Hickel, der sich den Ball holt, sieht im Strafraum Stegmann. Dann kommt Preston Zimmermann, Tor, 1-0 Darmstadt nach nur 5 Minuten. Was für ein Auftakt im Steigerwaldstadion. Hickel mit dem Einwurf, Stegmann nimmt an, aber es ist Erfurts Umari, der die Kugel auf den Fuß von Zimmermann spitzelt. Darmstadt ganz früh vorne, 7. Saisontreffer für Zimmermann, der letzte Woche beim 0-1 gegen den KSC so schmerzlich vermisst wurde. Der Sportverein heute wieder mit einer 4-4-2-Formation in der Ausrichtung mit Zimmermann und Stegmann als zwei Stürmer offensiv. Die Lilien verstecken sich nicht bei Rot-Weiß Erfurt. Zimmermann auf Zielinski. Zielinski, guter Auftakt der Gäste. Und bei ihnen lebt die Hoffnung. In der Anfangsphase spielen nur die Darmstädter. Zielinski, sehr agil auf der rechten Seite zu Beginn. Nochmal Zielinski. Das ist Uwe Hesse. Auf seinen Linksverteidiger, Stegmeier. Der sieht Stürmer, Markus Stegmann. Stegmann, der zieht einfach mal ab. Tor, 2-0, 12. Minute. Was für ein Wahnsinn für die Lilien. Ausgerechnet Markus Stegmann, der traf die ganze Saison nicht. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, da trifft er drittes Tor in den letzten 4 Spielen. Auch wenn es ein klarer Torwartfehler ist. Sponsel muss den Ball natürlich halten. 2-0 Darmstadt. Und die Lilien, die sind jetzt richtig im Tunnel. Es gibt nur einen Weg und der heißt nach vorne. Stegmann, Zielinski. Zielinski, dann kommt Hanno Behrens, der zieht ab, Sponsel. Macht seinen Fehler wieder gut, super Schuss von Behrens, gute Parade von Erfurts Keeper. Es ist nicht so, dass es für Erfurt hier um nichts ginge, nein, rein rechnerisch brauchen auch die Rot-Weißen mindestens noch einen Punkt für den sicheren Klassenerhalt, aber sie kommen kaum aus der eigenen Hälfte raus. Umari, der Erfurter, mit einem Fehler. Hesse dazwischen, wieder Sponsel. Dicker Bock von Juan Umari. Sponsel rettet für seinen Innenverteidiger. Nach exakt 25 Minuten sieht Darmstadts Keeper Zimmermann die gegnerischen Spieler erstmals aus der Nähe. Freistoß, Pfingsten-Reddich. Bisschen Verwirrung da, Morabit. Und Zimmermann, erster Torschuss der Gäste. Und dieser Torschuss wirkt so ein wenig wie eine Koffeintablette für Erfurt. Rot-Weiß jetzt plötzlich wacher. Chichos. Öztürk startet. Öztürk. Öztürk, der Anschlusstreffer. 26. Minute. Und so wach wie Erfurt jetzt ist, so schläfrig in dieser Szene Zielinski, der zu spät startet und sich von Öztürk abhängen lässt. Ein überraschendes Tor für Rot-Weiß. Nur noch 2-1 aus Sicht der Darmstädter. Und Erfurt, eben noch klinisch tot durch das Tor, komplett wiederbelebt. Darmstadt dagegen leicht konsterniert. Der Torschütze Öztürk setzt sich gegen Hickel durch, dem keiner so richtig hilft. Latza klärt zum Einwurf für Erfurt. Und dieser Einwurf wird sehr schnell ausgeführt. Engelhardt, Junic ist da, Tor, 2-2, nur 120 Sekunden
nach dem Anschlusstreffer. Was ist denn hier los? Keiner kümmert sich um Flankengeber Engelhardt. Gorka steht falsch. Juninic ist da. 2:2. Die komfortable, die beruhigende Lilienführung verspielt. Dirk Schuster natürlich stinksauer, weil es eigentlich 3-0, 4-0 für sein Team hätte stehen können. Es steht aber 2:2. Und das Schlimmste, aufgrund der Ergebnisse in den anderen Stadien sind die Lilien zu diesem Zeitpunkt abgestiegen. Aber es ist noch lange zu spielen. Und noch leben die 98er. Wieder Bock von Umari. Stegmann ist auf und davon. Stegmann, nein! Zentimeter, die am Ende entscheiden können über Abstieg oder Klassenerhalt. Erfurt Umari steht komplett neben den Schuhen heute. Schenkt Darmstadt erneut eine hundertprozentige. Vielleicht hätte Stegmann querspielen sollen zum mitgelaufenen Zimmermann. 2:2 zur Pause. Die Lilienfans konsterniert. Sie wissen natürlich, was auf den anderen Plätzen los ist und wie es um ihr Team steht. Die zweite Hälfte, Darmstadt jetzt von rechts nach links. Stegmann, der sich heute richtig reinhaut, der viel kämpft. Foul von Morabit. Freistoß für die 98er. Latzer. Der findet Gorka. Und der reklamiert sofort. Handspiel. Gorka. Der ist außer sich. Der läuft zum Schiri. Sagt, hey, Schiri, das war doch Hand. Aber Petersen sieht das nicht so. Nochmal hingeschaut. Hier schwer zu sehen. Aber die zweite Wiederholung, die geht auf Schluss. Latzer und dann kommt Kopilas. Achtung, hier, klares Handspiel. Vom Ex-Darmstädter Kopilas. Es hätte Elfer geben müssen. Jetzt kommt auch noch Pech dazu für die Linie. Aber, und das ist den 98ern hoch anzurechnen, sie stecken nicht auf. Unermüdlicher Einsatz, Kampfgeist, Spiel nach vorne. Knappe Stunde vorbei. Hicke in der Mitte, Feldhübner, Spiel läuft weiter. Hesse, Ball in der Luft, Sponsel, Stegmann, Stegmann, Tor, das ist doch ein Tor. Der Ball war drin, was sagt der Schiedsrichter? Der sagt Tor. 3:2 Darmstadt. Ich werd bekloppt, wieder Markus Stegmann. Sponsels Faustabwehr, suboptimal. Stegmann mit Übersicht und Gefühl. Ob der Ball wirklich hinter der Linie war, können wir nicht hundertprozentig auflösen. Wir sind einfach mal für Darmstadt. Die Hoffnung, die ist zurück. Die Lilien sind wieder drin in der Liga. Aber es ist noch eine halbe Stunde zu spielen. Eine lange halbe Stunde. Nochmal zur Erinnerung. Erfurt kann sich im Grunde die Niederlage nicht leisten. Möwald, Gorka auf Öztürk. Riesenchance. Dirk Schuster höchst angespannt. Beide Teams jetzt mit offenem Visier. Es gibt keine Taktik mehr. Es gibt nur noch Offensive. Öztürk, der tankt sich da durch. Stark heute der Erfurter. Öztürk, Zimmermann. Darmstadt schafft es nicht, mal etwas Ruhe ins Spiel zu bringen, mal den Ball über einen längeren Zeitraum zu halten. Möwald startet, Behrens hinterher. Behrens zuckt am Trikot, Freistoß. Rot-Weiß, Erfurt. Und die haben einen Spezialisten für sowas. Der Mann heißt Pfingsten Reddig, spielte mal beim OFC. Pfingsten Reddig, Gorka! Puh. Es ist ein Spiel mit höchstem Herzinfarktrisiko. 70 Minuten gespielt. Erfurt drückt, Darmstadt reagiert jetzt nur noch. Möwald auf Nielsen. Nielsen abgefälscht. Aber das Glück scheint zurück beim Sportverein. Darmstadt gelang nur ein Sieg in den letzten 8 Spielen. Sollte es ausgerechnet heute wieder einen Dreier geben. Einen ganz wichtigen. Umari, Achtung. Gefährlich, Sponsel ist da, Juan Umari, fast einer der besten Darmstädter heute. Noch 10 Minuten, immer noch zittern bei und für Darmstadt 98. Drexler, erneut viel Platz da auf der rechten Abwehrseite der Lilien.
Drexler. Möwald. Weiter 3-2. Und es ist immer noch nicht vorbei im Steigerwaldstadion. Die Uhr läuft langsam. Noch 3 Minuten in Erfurt. Mal ein bisschen Entlastung für Darmstadt. Einwurf auf Hesse, der ist im Strafraum. Umari hackt rein und es gibt Elfmeter für Darmstadt. Juan Umari, die 5. Ganz ungeschickt, wie der Erfurter da reingeht. Berechtigter Strafstoß. Und wer nimmt sich die Kugel? Markus Stegmann. Ein Doppelpack hat er schon. Und jetzt offensichtlich auch das Selbstvertrauen für ein Dreierpack. Was für ein Druck. Er kann alles klar machen. Markus Stegmann. Stegmann! Ja! 4-2! Mit Schmackes voll rein in die Mitte und zur Entscheidung. Stegmann bis dahin in 25 Spielen nur 2 Tore. Heute in diesen macht er 3. Was für ein Wahnsinn. Die letzten Sekunden in Erfurt. Dirk Schuster am Spielfeldrand, der sehnt den Abpfiff herbei. Ach Quatsch, der pfeift gleich selbst ab. Und danach, kurz danach, ist tatsächlich endlich Schluss. Es kommt zum Abstiegsendspiel für die Lilien am allerletzten Spieltag. Ich glaube, mit dem Auftritt heute haben wir das nochmal zementiert, dass die Mannschaft lebt, dass sie alles tut, um den Klassenerhalt zu erreichen. Und ich denke auch, dass wir dieses Spiel verdient gewonnen haben. Darmstadt gewinnt verdient, zeigt tolle Moral. Nächsten Samstag ab 13.30 Uhr geht es gegen die Stuttgarter Kickers. Ausgerechnet der Ex-Verein von Trainer Dirk Schuster. Darmstadt, Stuttgart. Wer das Spiel verliert, steigt ab. Spannender geht es nicht. Und das HR-Fernsehen wird ausführlich berichten.